Moin aus der Asklepios Nordseeklinik Westerland. Unsere Reha-Klinik liegt nur eine Düne weit entfernt vom Sylter Strand. Nordseeluft, Reizklima und Naturerlebnisse tragen ihren Teil zum Heilungserfolg bei. In komfortablen Zimmern finden Sie die nötige Ruhe, um sich zu erholen und nach Ihrer Behandlung wieder zu Kräften zu kommen. Natürlich sind Sie darüber hinaus auch fachlich in der Asklepios Nordseeklinik besonders gut aufgehoben. In unserer Rehabilitationsklinik behandeln wir Patienten aus den Fachgebieten Pneumologie, Dermatologie, Onkologie und Orthopädie. Alle unsere Fachabteilungen sind fachärztlich geleitet und geführt, was wesentlich zur Qualität der Behandlung in unserer Klinik beiträgt. Reha-Maßnahmen können sowohl im Reha-Verfahren als auch im Anschlussheilverfahren, also direkt nach einer Akutbehandlung, bei uns durchgeführt werden. Ein Schwerpunkt unseres Rehabilitationskonzeptes ist Sport und Bewegung. Regelmäßige sportliche Betätigung kann die Wahrscheinlichkeit eines Rezidivs wesentlich senken und trägt vor allem dazu bei, dass Sie sich in Ihrem Körper wieder wohlfühlen. Mit unserem Fachpersonal trainieren Sie in Einzel- und Gruppeneinheiten Ihre Kondition, Beweglichkeit und Kraft. Sport und Bewegung spielt natürlich eine erhebliche Rolle innerhalb der Rehabilitation, gerade onkologischer Patienten. Wir versuchen natürlich hier während des Aufenthaltes die Patienten an Sport und Bewegung heranzuführen und zu motivieren, diese sportliche Aktivität auch mit in ihren Alltag zu Hause zu übernehmen. Das heißt, Ziel ist eigentlich eine Lifestyle-Änderung, wenn man nicht sowieso schon sehr aktiv und sportlich ist, dass man eben diese Aktivitäten ganz normal in den Alltag mit einplant, wie ein Stundenplan sozusagen, dass ich weiß, 4 bis 5 Stunden Sport in der Woche sollte ich machen, um den höchstmöglichen Effekt bezüglich des Erkrankungs- und Rezidivrisikos zu erreichen. Die Sporteinrichtungen in der Klinik, aber auch der breite Sandstrand von Westerland bieten die ideale Kulisse für Ihre täglichen Bewegungseinheiten. Neben dem Sport- und Bewegungsprogramm stellen das Fatigue-Management und spezifische Ernährungskonzepte wesentliche Säulen unseres Rehabilitationskonzeptes dar. Wir wissen, 80% unserer Patienten leiden unter einem extrem belastenden Symptom, was wir Fatigue nennen, ein Erschöpfungssyndrom. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, uns genau auf dieses Syndrom oder diesen Symptomkomplex zu fokussieren und eine multimodale Therapie anzubieten aus Sport, Entspannung und auch aus psychologischer Betreuung. Daneben haben natürlich viele Patienten, die Tumoren im gastrointestinalen Bereich haben, also im Magen-Darm-Trakt, haben Probleme mit der Ernährung. Deswegen fangen wir an mit Vertretern aus dem Patientenbereich, also über Selbsthilfegruppenleiter, Ernährungskonzepte für die einzelnen Patientengruppen zu entwickeln, dass sie auch eben zu Hause sich richtig ernähren können und keine Angst haben müssen, dass sie ständig abnehmen beispielsweise. Nach einer Magenentfernung und 2 Chemotherapien trat Annette Brandt ihre Reha-Maßnahme in unserer Klinik an. Das, was im Vordergrund stand, war für mich der Gewichtsverlust. Also ich habe innerhalb von kürzester Zeit 14 Kilo abgenommen und habe mir erhofft, hier in der Reha irgendwo Tipps, Ernährungsberatung zu bekommen, dass ich irgendwo aus eigenen Kräften heraus mein Gewicht halten kann. Und da muss ich sagen, bin ich wirklich toll aufgefangen worden und man hat mir immer Mut gemacht und irgendwo aber auch den Druck genommen, den ich immer mit Essen jetzt leider verbinde, weil man bei einer Magenentfernung so um die 8 Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen muss und das immer getaktet. Und jetzt ist es so, dass ich nach 2 Wochen aus eigener Kraft mein Gewicht gehalten habe und mich fitter und entspannter fühle und auch so diesem ganzen Thema Essen und Ernährung irgendwo ein bisschen mich wieder
auch an den Genuss so ein bisschen zurückerinnern konnte. Eine ganze Reihe von Patienten sagt am Ende, ich habe viele Anregungen bekommen für zu Hause. Das ist eigentlich auch das Schönste für uns als Therapeuten- und Behandlerteam, wenn wir Impulse setzen können. Mehr schaffen wir in 3 Wochen auch nicht oder in 4 Wochen, weil wir können ja nicht denken, dass dann alles wieder gut ist, wenn die Patienten hier weggehen. Aber wenn die wissen, das und das kann ich in meinen Alltag einbauen, das nehme ich mit auf die Arbeit zum Essen, dann weiß ich, damit ernähre ich mich gut. Oder ich habe eine Möglichkeit, auch in meinem Alltag was gegen Polyneuropathie zu unternehmen, was einfach so nebenbei läuft, was ich integrieren kann. Dann ist die Reha richtig gelaufen. Das ist das Ziel, was wir haben.